So, da wären wir wieder. Zum versprochenen zweiten Leben, diesmal auf normal. Es gab zwar schon mal ein zweites Leben, aber da sind inzwischen so viele Fehler aufgetreten dank der Steam Cloud, dass ich das ganze zweite Leben jetzt gelöscht habe, in Anführungszeichen, und wir jetzt hier neu anfangen. Also, ein neues Spiel, wie versprochen auf normal, ist auch eingestellt, richtig, und wir nehmen mal dieses Schiff hier. Das hatte ich ja schon am Ende des letzten Videos ganz hinter dem Abspann nochmal kurz vorgestellt. Dessen Vorteil war es halt, dass es diesen Artilleriebeam hat. Das ist eine ganz schicke Sache. Schießt zwar automatisch, also lädt sich langsam mit der Zeit auf. Macht auch relativ gut Schaden, nur man kann nicht kontrollieren, wo er hinschießt. Also ist eine Glückssache, aber es verbraucht keine Systemleistung von der Waffenkontrolle. Das heißt, wir sparen so Scrap und das ist ganz in Ordnung so. Noch ein sehr guter Vorteil von diesem Schiff ist die Crew. Wir haben halt 4 verschiedene Rassen und kriegen dadurch diese blauen Mitteilungen öfters. Also es gibt ja immer diese Zufallsereignisse und wenn man die richtige Crew oder die richtige Ausrüstung dabei hat, hat man andere Möglichkeiten, die dann meistens auch wesentlich besser sind. Und gerade hier den Engi dabei zu haben, ist praktisch für dieses Protokoll 5413 oder wie das heißt, den Steinmenschen dabei zu haben, um Feuer zu löschen. Also erstmal bei uns selber an Bord und auch während Spezialereignissen. Und ein Mann, das ist einfach immer cool dabei zu haben, weil er schön viel Schaden machen kann. Und der Mensch, weil er eigentlich die ganze Zeit nur in der Pilotenkanzel sitzt. So, wir haben damit auch schon bei dem komischen zweiten Leben einen Erfolg freigeschaltet. Aber ich gucke mir ganz kurz die anderen Erfolge an. Es gibt einen Erfolg, da müssen wir vor dem 5. Sektor 4 blaue Events, die ich eben gerade angesprochen habe, abschließen. Das ist eine Glückssache, das können wir nicht beeinflussen. Und hier gibt es einen Erfolg, erreicht den 5. Sektor ohne irgendein Waffensystem aufzustufen. Also unser Waffensystem aufzustufen. Da kann man doch einfach immer weiterspringen und fliegen. Aber das mache ich nicht jetzt, das wäre langweilig. Ne gut, das heißt nicht Osprey, sondern du heißt jetzt Old School Retry 2. Passenderweise. Start. So, erstmal wird die Crew verteilt. Wir haben unseren Menschen in der Pilotenkanzel. Wir haben unseren Engi bei den Schilden und den Mantis bei den Waffensystemen, weil es einfach zur Aggressivität seines Volkes passt. Auch wenn ich ihn eigentlich ganz gerne im Security-Team hätte, aber da haben wir halt noch keine Besatzung über. Wir brauchen halt in diesen 4 Räumen immer eine Person. Bei diesem Artilleriebeam Gott sei Dank nicht. So, wir hätten gerne die Burst Laser an und wir haben nicht die Scrap, die wir am Anfang hatten, auf normal, auf easy. Da konnten wir uns ja immer einen Systembalken holen. Das geht jetzt nicht. Das heißt, wir müssen gleich losspringen. So, erster Sektor. Da hinten ist der Ausgang. Und ich sollte kurz in den Einstellungen einstellen, dass wir sehen können, wo wir lang springen. Das heißt, wir sehen jetzt hier diese gelbe Markierung. Das heißt, wir könnten dahin, dahin und dann hier zickzack springen bis zum Ausgang. Ja, das klingt nicht schlecht. Gucken wir mal hier hin. Wir finden ein Forschungsschiff, das ein Mantis-Schiff versucht abzuwehren. Das Mantis-Schiff verzieht sich, als es uns sieht, und die Engi bieten uns eine Drohnenschematik an, die wir verkaufen können, und 10 Scrap. Ist doch schick. Nichts machen müssen und dafür was bekommen. Was für eine Drohnenschematik war das? Ah, damit könnten wir auf unserem eigenen Schiff andere Gegner angreifen, die uns boarden wollen. Das wäre sogar praktisch, jetzt noch. Wenn wir später mehr Besatzung haben, bräuchten wir das nicht mehr. Aber ja, im Notfall können wir es aber verkaufen, um an bessere Waffen ranzukommen. Springen. Wir haben da oben ein Geschäft. Na, wir haben noch keinen Scrap. Also springen wir dahin und dann zum Geschäft. Ich hoffe mal, dass die Rebellen das mitmachen zeitlich. Und dass wir in diesen 2 Sprüngen auch genug Scrap zusammenbekommen. Aber das sieht doch sehr gut aus. Das Piratenschiff greift gerade eine Siedlung an. Das heißt, wenn wir das Piratenschiff zerstören, kriegen wir Beute von dem Schiff. Und wahrscheinlich auch eine Belohnung von der Siedlung. Also greifen wir die an. Du hast es so gewollt. Und wir haben einen Intruder.
da schicken wir doch gleich mal unseren Mentes hin. Kriegt dann ein wenig Übung. So. Wir ziehen Energie von der Krankenstation ab, schicken sie auf die Antriebe. Denn er hat einen Burst Laser 1, der zweimal schießen kann, und einen Heavy Laser. Also kann er dreimal Schaden verursachen und wir haben nur einen Schildpunkt. Das könnte echt übel enden. Unser Burst Laser kann dreimal schießen, das heißt, mit etwas Glück kommen wir durch die Schilde durch und haben noch zwei Schüsse übrig. Dann schießen wir doch mal auf deren Waffensysteme. So, unser Schild ist weg und er verfehlt. Und ja, sehr schön, sein Waffensystem ist deaktiviert. Das heißt, jetzt können wir uns auf dem Schiff austoben. Als nächstes schießen wir mal auf den Antrieb, damit er nicht mehr ausweichen kann. Und unser Mentes könnte ein wenig Hilfe gebrauchen. Da der Gegner jetzt eh gerade nicht schießen kann, schicken wir ihn zur Verstärkung. Er ist zwar nicht sehr stark, weil er ein Engi ist. Aber ich hoffe mal, es reicht. So, du gehst in die Krankenstation, du gehst zurück auf... Ja, du gehst auf deinen Posten, du gehst in die Krankenstation. Wir deaktivieren kurz mal den Sauerstoff und machen dafür die Krankenstation an. Und schießen nochmal auf den Triebwerk. Oh, oh, nee, auf die Waffen. So, du bist genug geheilt, du kannst zurück zu den Waffensystemen. Sehr schön, seine Waffensysteme sind wieder deaktiviert. Wir schießen wieder aufs Triebwerk. Für den ersten Kampf läuft es schon mal sehr gut. Triebwerk deaktiviert, wieder aufs Waffensystem. Und das war gerade der Artilleriebeam. Der ist echt schick, wenn die Schilde vom Gegner down sind. Wenn nicht, macht er nur anteilig Schaden. Wir kriegen einmal Treibstoff, eine Drohne und 12 Scrap von dem Schiff. Und als Belohnung von der Kolonie ein Treibstoff, eine Drohne und 10 Scrap. Schon haben wir 42 und wir sollten ganz schnell den Sauerstoff wieder anmachen. So, du musst noch ein klein wenig geheilt werden. Das heißt, wir müssen das mal dahin leiten. So, ist wieder voll. Zurück auf deinen Posten. Krankenstation wieder aus. Ausweichen wieder an. Und 42 Scrap haben wir inzwischen. Das könnte schon für den ersten kleinen Burst Laser reichen. Aber wir springen einfach nochmal dahin, bevor wir zum Shop gehen. Eine automatisierte Rebellendrohne, die sich tarnen kann. Das ist ärgerlich. Was hat es denn für Waffen? Es hat einen Burst Laser Stufe 1 und irgendeinen Bombenwerfer bzw. Teleportierer. Warum waren unsere Schilde aus? Ah, die haben unsere Schilde sabotiert. Übel. Die Türen machen wir mal auf. Burst Laser gleich auf deren Waffen. Und wo kommt die Bombe hin? Die Bombe geht daneben. Sehr gut. Komm schon, schieß auf die Waffen, bevor er wieder schießen kann. Sehr gut. Der Bombenwerfer schon mal deaktiviert. Das mit dem Schild war echt hinterhältig von denen. Oh, unsere Artillerie ist defekt. Wir schicken ihn von den Schilden weg, da wird er eh nicht gebraucht. Und reparieren mal die Artillerie, auch wenn die wahrscheinlich nicht zum Einsatz kommen wird. Krankenstation angeschossen, aber seine Waffen jetzt auch zerstört. Sehr gut. Tarnsystem zerschießen. Du zurück zur Krankenstation, da reparieren. Hier die Türen zumachen. Tarnsystem angeschlagen. Ich weiß nicht, ob es da noch anteilig funktioniert. Kürzer oder so. Und ja, es funktioniert. Ganz schön link. Aber wie gesagt, es ging recht schnell. Also denke ich mal, dass es nur halb so lange hält. Irgendwas in dem Dreh. So, Burst Laser auf die Waffen, dann müsste er auch schon zerstört sein. Jo, sehr gut. Ah, aber war doch ein bisschen viel Schaden, weil sie unsere Schilde deaktiviert haben. Übel, übel. Aber na gut, eine Rakete, eine Drohne, 15 Scrap und das war's. Sauerstoff ist okay, jeder ist auf seinem Posten. Energie ist richtig verteilt. Springen. Zum Geschäft. Gib mir einen Laser, gib mir einen Laser. Burst Laser Stufe 1. Ja, sehr schön. Also er ist zwar nicht so gut wie unser Burst Laser Stufe 2, aber es ist allgemein sehr praktisch, mehr Waffen zu haben, auch wenn sie nur klein sind. Es reicht, wenn sie einen einzigen Punkt am gegnerischen Schild verursachen. Dadurch kommt die andere Waffe dann eher durch. Also, du wirst gekauft. Den Pike Beam, der wäre zwar praktisch. Das ist halt so ähnlich wie unser Artillerie-Beam, aber wir können uns aussuchen, wo er lang läuft. Also in welchen Räumen er Schaden verursacht. Aber er kommt halt nur anteilig durch die Schilde durch. Und da nur ein Schadenspunkt verursacht, ist anteilig von 1 dann immer 0.
Also kommt er gar nicht durch die Schilde durch. Ja, nee, hätten wir eh keine Ressourcen für. Wir könnten das hier verkaufen für 30. Aber ich... Ja komm, wir haben eh noch kein Drohnensystem. Der wird verkauft. Und für die 30 holen wir uns einmal eine komplette Reparatur. Und wir brauchen jetzt dafür 2 Punkte bei der Waffenkontrolle. Richtig? Ausrüstung? Ja, braucht 2 Punkte. Genau wie der Mark 2. Das ist ja komisch. Dafür schießt der 2-mal und der 3-mal. Aber ja, wir bräuchten jetzt 2 Punkte in der Waffenkontrolle. Das ist recht teuer. Und dann auch noch 2 Punkte hier. Ja, werden wir warten müssen. Es kostet insgesamt 50, 60, 80, 100 bis 110 Scrap, damit wir den hier effektiv nutzen können. Und da kommen auch schon die Rebellen. Wir springen dahin, dann dahin und dann weiter in Richtung Ausgang. Ein automatisches Schiff mit nur einem Schildpunkt, das aber anscheinend ein Transportschiff ist, das greifen wir doch mal an. Es hat einen Ionenblaster und einen Burstlaser Stufe 1. Und wir haben diesmal ein Schild. Das ist schon mal ein sehr guter Vorteil. Also schießen wir auf deren Waffensysteme. Der ging daneben, deren Ionenblaster hat geschossen und unsere Schilde ionisiert. Das ist nicht gut, aber wir haben dafür seinen Ionenblaster ausgeschaltet. Du musst ganz schnell wieder zurück in deinen Raum. Menno, doofer Engi. So, schon besser. Die Tür da auch noch zu. Er schießt sehr häufig daneben, das ist schon mal gut. Komm schon, Waffensysteme. Ah. Oh, der schießt nur einmal. Das ist ja komisch, das ist dann doch kein Burst Laser. Und Waffensysteme deaktiviert. Sehr gut, auf die Schilde. Und ich denke mal, nach 2 Salven wird er auch kaputt sein. Oder nach unserem Artilleriebeam. Ja, das Ding haut gut rein. Das sind erstmal 17 Scrap für den Kampf. Und die Station, die er bewacht hat, war 8 Scrap und eine kleine Bombe. Eine kleine Bombe macht 2 Systemschaden. Eine selbstteleportierende Bombe, die Schaden an System und Crew verursacht, aber nicht an der Hülle. Oh, die braucht nur ein Power. Das ist doch sehr schön. Das ist so ein richtiger Schildknacker. So ähnlich wie unsere Ionenbombe, die wir mal hatten. Dafür steigern wir jetzt einmal Waffenkontrolle und einmal Energie und aktivieren das Ding einfach schon. Sehr schön. Ja, das ist schon mal ein sehr guter Start. Wir springen weiter nach da. Und hoffentlich finden wir gleich ein Schiff. Ich will mal eine Bombe ausprobieren. Wir finden eine Fabrik, aber sie ist leer und keine Lebenszeichen. Na gut, springen wir dahin. Ein Scout von der Rebellenflotte hat eine Drohnenkontrolle. Hat er auch Drohnen? Mal gucken. Und sie wollen gleich fliehen, das ist nicht gut. Also, wir hätten gerne 3 auf den Antrieb und 1 auch auf den Antrieb. Und sie hatten komischerweise gerade einen Schaden bei den Waffen. Es hat kurz gelb geblinkt. Na gut. Sie haben nur einen stinknormalen Laser. Wir haben den Antrieb angeschossen, aber die Bombe hat anscheinend keinen Schaden verursacht. Was ist denn das? Oder sehr zu wenig Schaden verursacht. Na gut, gleich nochmal drauf, bevor er springen kann. Komm, 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 komm. So, ausgeschaltet. Und noch mehr Schaden drauf. Sehr gut. Wir müssen aufpassen, weil die Bombe halt keinen Hüllenschaden verursacht. Dass wir wirklich nur da hinschmeißen, wo es auch gebraucht wird. Und es verbraucht jedes Mal eine Rakete. Also schießen wir jetzt auf deren Cockpit. Weil sein Laser kommt eh nicht bei uns durch. Und ich will nicht, dass das ganz schnell repariert wird und sie dann doch noch wegspringen können. Genau wie jetzt. Also dadurch, dass das Cockpit jetzt auch zerstört ist, dürften sie immer noch nicht den Sprungantrieb aufladen können. So, wieder auf den Antrieb, sehr schön. Gleich nochmal auf den Antrieb hinterher. Oder mit dem Artillerie in Stücke schießen. Das passiert in letzter Zeit recht häufig,
dass ich irgendwie nicht den Blick auf die Anzeige da unten habe. Und plötzlich kommt dieser Artilleriebeam da rein und macht alles kaputt. Aber ja, das ist eine schöne Überraschung. So, wir haben einen Treibstoff, eine Drohne, 15 Scrap. Sehr schön.